Hey und ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Video-Review, und zwar heute Transformers, War for Cybertron, Kingdom, Warpath. Und hier haben wir noch schon, und bevor wir zu viel Uhr kommen, schauen wir uns ganz schnell die Verpackung an. Und hier haben wir auch schon die Verpackung vor uns stehen und sehen hier ein wunderschönes Bild von Warpath aus der Kingdom War for Cybertron Trilogy. Sein Name Warpath aus von Takara Tomy von Hasbro Transformers Generations. Auf der Seite ein weiteres Bild von Kingdom War for Cybertron. Auf der Seite Autobot-Symbol War for Cybertron Kingdom WFC K6. Hier unten nichts Besonderes, außer kein Spielzeug, no toy, obwohl es ein Spielzeug ist, was halt für den erwachsenen Figurensammler geeignet ist und nicht für Kinder. Deswegen steht hier auch 8+. Super. Und ja, und auf der Rückseite haben wir dann alle Product Shots, die dazugehören, sowohl wie in seinen Robotermodus und in seinem Fahrzeugmodus. Verwandelt sich in 26 Schritten und ist damit eine, ja, fähige Figur. Außer der Figur enthält die Verpackung natürlich auch eine Anleitung in grün beschriftet. Sehr, sehr nice. Und natürlich zu guter Letzt eine Collector Card / Sticker Card. Und ja, diesmal habe ich wieder Prime bekommen. Ich glaube, ich habe den schon bekommen. In Kingdom. Genau, Leader Class Prime. Soweit ich mich erinnern kann. Und natürlich haben wir hier den, ja, Toten Prime. Und ja, ich habe die Collector's Card schon und deswegen, ja, ist die mir jetzt nicht mehr zunutze und damit leider auch nichts mehr wert. Kommen wir nun zur Figur. Und hier haben wir auch schon Warpath in seinem Robotermodus vor uns stehen. Und ich muss sagen, eigentlich gefällt mir die Figur sehr gut. Am Anfang war für mich halt die Transformation schwer, weil wegen den Beinen. Die Beine waren etwas tricky zu verwandeln, aber das habe ich auch jetzt hinbekommen. Und nach mehrmaligen Versuchen ist mir da auch was Kleines abgebrochen, aber ist nicht weiter tragisch für mich. Und ja, schauen wir uns die Details mal genauer an. Ja, so sieht man jetzt besser. Der Kopf, wenn die Kamera jetzt fokussieren würde, so. Na komm, Alter Schwede, ey. Kopf ist mit dunklen Augen auf jeden Fall bemalt. Es ist kein Light Piping oder so, die sind bemalt. Mit ein bisschen Weiß im Gesicht, ansonsten rot umhüllt. Und ja, er besteht halt komplett aus rotem Material. Weiß für die Ketten. Ja gut, man kennt ja so einen Panzer. Ein Panzer ist ja nicht weiß oder braun, beziehungsweise das Braun, ne? Kein Rot, oder? Ich hab's so nicht mit den Farben, deswegen sieht für mich eher aus wie braun, sagen wir mal jetzt. Dass die Ketten eher grauen Ton bekommen würden als weißen Ton. Ich bin mal gespannt, wie der in der Kingdom Trilogy auf Netflix zu sehen sein wird. Ob er genauso weiß, wovon ich davon ausgehe. Da die Figur ja eigentlich nach den Cartoon inspiriert wird. Aber nichtsdestotrotz, schauen wir uns weiter die Details an. Hier unten haben wir weiß am Bauch. Hier vorne haben wir wieder weiß an der Hand. Wie gesagt, hier die ganze Kette ist weiß. Ansonsten nicht so viel Farbe dafür, aber viele Details. Hier vorne. Hier haben wir das Schutzschild. Ja, sehr, sehr nice.
Was mir natürlich an der Figur mangelt, ist, er enthält keinen Blaster. Wenn er schon so ein Schild enthält, kann man auch eventuell so einen Blaster mit beinhalten lassen. Weil ich denke jetzt nicht, dass der hier raus schießt, weil das wäre zu komisch, dass der aus seiner Brust abfeuert. Naja, wir lassen uns auf jeden Fall überraschen, wie es in der Netflix-Serie zu sehen sein wird. Aber auf jeden Fall haben wir hier Warpath und ja, so viel auch zum Aussehen. Kommen wir nun zum kleinen Größenvergleich. Dazu habe ich einmal Generations War for Cybertron Warpath. Und ja, das ist eine Takara Tomy Version, die habe ich aus Japan bestellt, beziehungsweise damals noch. Und ich finde die Figur klasse. Sie sieht einfach genial aus. Also da war ich echt begeistert, als ich das erste Mal Warpath zu Angesicht bekommen habe. Man sieht hier, schön silber bemalt. Und hier natürlich weiß. Man könnte das auf jeden Fall schön darstellen wie hier die Generations Toyline. Aber naja, man kann nicht immer alles haben. Wir werden ja sehen in der Zukunft und in der Netflix-Serie. Auf jeden Fall hier der Größenvergleich zu Warpath und der Generations-Reihe, also Kingdom und Generation. Er ist größer als er, ist auch eine Deluxe-Figur und das soll auch eine Deluxe-Figur sein, ist aber für mich eher, ist eine Legends. Sagen wir jetzt nicht Legends, sondern ich meine, Core-Class ist ja noch kleiner, wa? Gut, lassen wir das bei Deluxe-Class, aber etwas kleinere Version. Und ja, so viel auch zum Thema Größenvergleich. Bevor wir weitermachen, schauen wir uns noch ganz kurz den Maßstab an. Auf jeden Fall ist Warpath in seinem Robotermodus mit dem Schild, beziehungsweise das Schild geht auf jeden Fall bis zu seiner Kopfspitze fast und beträgt somit 11,5 cm hoch. Und eine Breite von 7 cm breit. Kommen wir nun zu den Bewegungspunkten an Warpath. Und zwar einmal hier der Arm. Er kann sich daran sich gerade umdrehen. Einmal zur Seite, nach oben auf jeden Fall. Da haben wir einen Ellenbogenbereich von 90 Grad. Dann haben wir hier noch eine Rotation in seiner Faust. Der Kopf, der lässt sich 63 Grad umdrehen. Die Hüfte lässt sich leider schwer bewegen, aber ist auf jeden Fall fähig zu bedienen. Mann. Yep, aber halt nur sehr schwer. Und dann haben wir hier einen Gelenkbereich bzw. einen Bewegungspunkt in den Beinen. Einmal nach hinten, nach vorne, zur Seite. Das heißt, er könnte quasi Spagat machen. Und ein Kniegelenkbereich von fast 90 Grad. Dann hat er hier noch auf jeden Fall einen Bewegungspunkt an den Füßen selbst, halt für solche coolen Posen zu erstellen. Und ja, das war es auch schon von den Bewegungspunkten. Kommen wir nun zur Transformation. Für die Transformation beginnen wir mit dem Oberkörper. Und zwar, was wir hier als erstes machen, ist, kommen hier unten an den Armen und bringen einmal hier die Kette nach vorne. So, tappen das alles schön hinein, sodass dieser seitliche Pin außen einrastet. Bewegen den einmal so nach oben, dann lösen wir einmal hier das Teil, packen es auf Seite, bringen das einmal so rum,
befestigen das einmal hier so zwischen hinein. Dann nehmen wir hier dieses Panel, das Teil, und bringen es nach unten. Dann haben wir dazu, dann müssen wir halt einen kleinen Finger nehmen und quasi diese Platte hier rausschieben. Aufpassen dabei, dass es halt nicht mit Gewalt geöffnet wird, beziehungsweise rausgeklappt wird, weil sonst löst sich das. Und dann kann man diese Klappe noch rausholen und dann kann man die quasi zusammen verschließen. So, dann können wir schön die Kanone rausholen, klappen dann dieses Panel raus, bringen den Kopf hinein, haben dann hier wieder diese zwei Pins, die wir dann hier miteinander verbinden, und schon haben wir die Kanone fertig. Dann arbeiten wir hier an den Beinen weiter. So, das war der trickigste Part am Anfang. Und zwar, was wir jetzt machen, ist, bringen das hier einmal runter, lösen das hier, bringen das einmal so rum. So, klappen das hier einmal raus, klappen das hier einmal so raus, stecken das miteinander zusammen. Jetzt müssen wir versuchen, dieses Panel hier, ja, da ist das Problem wieder. Ich habe jetzt Angst, dass er irgendwas wieder abbricht. Wir müssen ja versuchen, so, sodass halt dieses Panel einmal so oben liegt. Und dann quasi so, stimmt, genau, das war das Problem hier, das Panel muss offen bleiben und dann kann man die hier halt zusammen verbinden und dann sieht es auch schon so aus, ja, zack. Man kann alles hier schön zusammen tabben. So, können wir das hier noch hinten dran platzieren, damit das hier halt nicht mehr im Weg ist und wir genug Platz haben, um halt sie später zusammen zu tabben. Das gleiche auf der anderen Seite, hier kann ich das eventuell jetzt besser zeigen. Und zwar einmal das hier rausholen, in dieses Panel antabben, runterklappen, alles zusammen tabben, dann können wir dieses Teil hier antabben, so, und dann können wir das hier schön hinein drücken, dann bringen wir noch mal dieses Panel raus und schon haben wir die Beine fertig. So, jetzt müssen wir halt die zusammenpacken. Und zwar sieht man hier schon, dass hier was abgebrochen ist. Das meinte ich. Da halt zu viel Kraft angewendet wurde von mir, ist es halt einfach irgendwie abgebrochen. Das habe ich anscheinend nicht gesehen oder nicht bemerkt. Und somit ist es einfach ja nicht mehr da. Aber dafür machen wir als erstes einmal hier die Arme drunter. So. Haben wir hier nämlich so einen Pin, der dann hier zwischen halt hineinkommt. Können wir das alles schön zusammentaben und dann können wir halt alles miteinander verbinden, so dass halt hier alles geschlossen ist und wir auch schon mit der einen Seite fertig. Nun kommen wir mit zur letzten Seite. Klappen das hier alles hinein, tabben das da schön alles zusammen, zack, und dann können wir zu guter Letzt das hier noch zusammenpressen. Und was wir noch machen können, ist, nehmen dieses Teil und dann sehen wir hier diese zwei Ports,
mit diesen zwei Pins, die wir dann aneinander befestigen. Zack. So dass halt alles schön gerade zum Vorschein kommt. Und schon haben wir Kingdom War for Cybertron Deluxe Class Warpath in seinem Panzermodus. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich begeistert von der Figur. Auch wenn die jetzt klein hervorscheint, ist sie im Panzermodus eigentlich ganz okay. Wie gesagt, das Farbschema kann sich auf jeden Fall bessern lassen. Aber alles in einem sehr, sehr detaillierte Figur. Schauen wir uns mal die Details genau an. Hier vorne haben wir das Autobot-Logo, was wir natürlich am Roboter-Modus nicht hatten. Da würde man noch eher irgendwo so ein, ja, Ente hier oben oder an der Brust selber hier an der Seite oder so, irgendwie da. Aber man hat es auf jeden Fall im Panzermodus. Und ja, hat auf jeden Fall sehr schöne Details hier. Hier vorne auf jeden Fall die Kanone, der Turm, der lässt sich auf jeden Fall drehen. Allerdings auch sehr schwer, weil ich die quasi nie bewegt habe. Und ja, so viel auch dazu. Er lässt sich auf jeden Fall rollen an diesem kleinen Rädchen hier. Was eigentlich sehr gut klappt bei mir. Weil manchmal klappt es überhaupt nicht. Und ja, was auch schon vom Aussehen und von den Bewegungen. Kommen wir nun zum Größenvergleich. Für den Größenvergleich haben wir dann auch mal wieder den Generations War for Cybertron Warpath. Und ja, ich muss sagen, eigentlich sind die gleich groß. Also im Panzermodus. Nur halt, dass er jetzt etwas breiter ist, aber die sind gleich groß. Also mit dem Panzermodus haben die auf jeden Fall gut getroffen, aber halt im Robotermodus ist er etwas kleiner. Kann aber auch sein, dass weil hier das Ganze hochgeklappt wird und das halt alles viel größer da hervorgibt, ist er natürlich jetzt etwas größer im Robotermodus als der hier. Aber nichtsdestotrotz, hier ist auf jeden Fall der Größenvergleich zu den beiden. Und als Maße im Panzermodus beträgt er von der Länge her 10,5 Meter Zentimeter lang und 6 Zentimeter breit. Und von der Höhe her um die 4 cm hoch vom Boden aus zum Turm. Und ja. Und da sind wir auch schon am Ende angelangt und ich muss sagen, also ich gebe der Figur auf jeden Fall eine 7,5 von 10. Sie ist nicht die beste Deluxe-Figur und auch nicht die beste Warper-Figur, aber sie hat was. Also auch wenn die jetzt klein im Roboter-Modus hervorscheint, ist sie im Panzer-Modus hervorragend. Ich habe zwar Studio Series Warpath, aber zudem mache ich halt später eine Review und dazu zeige ich auch später im Panzer-Modus den Warpath. Und dann kann man auch den Vergleich sehen zu der Movie-Variante. Aber da die auch eine Voyager-Klasse ist, wird sie höchstwahrscheinlich etwas größer sein. Etwas nur. Aber ja, man hat es gesehen, der Größenvergleich, der Unterschied zwischen Generations Warpath und Kingdom Warpath ist auf jeden Fall der Roboter-Modus etwas größer und der Panzer-Modus halt gleich groß. Aber von den Details her der Figur ist es auf jeden Fall sehr, bin ich sehr überrascht, dass so viele kleine Details auf dieser kleinen Figur dargestellt sind. Die Bewegungspunkte sind in Ordnung, die Transformation ist in Ordnung. Wie gesagt, bei mir ist ja natürlich der kleine Pin abgebrochen, weil ich zu viel Kraft angewendet habe.
da ich den mehrmals transformieren musste. Ja, so kleine Figuren können mir auch mal ein bisschen ja, Zeit eintreiben, wo ich dann sage, ach, lassen wir mal das lieber, mache ich morgen weiter. ja, sowas kann passieren, aber auf jeden Fall gebe ich der Figur eine 7,5. Und ja, was ist auch schon von mir. Ich bedanke mich fürs Zusehen und lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn euch meine Videos gefallen. Checkt auf jeden Fall meine Social Media Accounts ab. Den Link dazu findet ihr links unten in der Beschreibung, beziehungsweise auch in der Kanalinfo. Schaut einfach mal vorbei, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Und wenn ihr keine weiteren Videos von mir verpassen wollt, klickt auf die Glocke, die neben dem Subscribe-Button liegt. Und dann sind wir auch Freunde. Auf jeden Fall, was ist auch schon von mir. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sehen uns dann im nächsten Video. Ciao.